Ein schwuler Türke, der sich nicht traut, seiner Familie von den Hochzeitsplänen zu erzählen. Ein Antrag, der in einer Katastrophe endet und viele weitere Pannen rund um Liebespaare aus verschiedenen Kulturen. All das zeigt der Film Evette, ich will, der gestern in Köln Premiere feierte. Marc Sommer über die Multikulti-Komödie. Ich lass mich nie wieder beschneiden. Wieso wächst das nach? Das habe ich gar nicht gefragt. Der Kölner Regisseur Sinan Akkus präsentiert in seinem Regiedebüt eine türkisch-deutsche Komödie, in der sich alles rund um den Bund fürs Leben dreht. Der Weg in den Hafen der Ehe ist für die Heiratswilligen nicht leicht. Sie alle sind hin und her gerissen zwischen Traditionen der türkischen Kultur und ihrem Leben in Deutschland. Dieses Thema Heiraten ist irgendwie immer bei Türken ganz groß. Man darf nicht irgendwie mit einem Deutschen nach Hause kommen oder mit einem Ausländer oder auch bei mir auch. Ich bin 38, meine Mutter die ganze Zeit hier, heiraten, ja, nein, wann, nee, du heiratest gar nicht mehr, doch oder doch und so weiter und so weiter. Das ist so der Kampf so der Generation, also so die jüngere Generation, die irgendwie so gegen die ältere Generation rebelliert. Und die Jüngeren müssen für ihre Liebe kämpfen. Das ist auch das Problem von Özlem und Dirk, dargestellt von Lale Yavaş und Oliver Kuritke. Özlems Eltern haben vor der Heirat eine Bedingung. Dirk soll zum Islam konvertieren. Seine liberalen Eltern halten gar nichts von der Ehe. Missverständnisse sind unausweichlich. Unser Vater will wissen, ob Dirk beschnitten ist. Er ist nicht beschnitten und er wird auch nicht beschnitten. Sag das deinem Vater, ja? Helga, beruhige dich bitte. Tülay, ich bin es zwar noch nicht, habe es aber vor. Was hast du vor, Dirk? Ich glaube, es ist einfach wichtig zu zeigen, dass es vorbei ist, welche Nationalität man hat und man sich nicht lieben darf. Ich glaube, alle Menschen sind irgendwo gleich und haben natürlich verschiedene Nationalitäten. Aber man sagt, wo die Liebe hinfällt. Und ich finde es schön, dass der Sinan einfach auf eine wirklich schöne Art und Weise bestimmte Klischees auch anspricht und damit sehr natürlich und voller Humor und Spaß umgeht irgendwie. Auf dem roten Teppich in Köln ist richtig was los. Nicht nur die Schauspieler aus dem Film sind da, auch ihre Kollegen wollen Sinan Akkus unterstützen. Guck mal, der hat so verträumte Augen, ne? So, ne? Und wenn ein Mensch im Leben ein Träumer ist, dann bin ich immer auf seiner Seite, ne? Und ich hoffe jetzt mal, dass man das auch da rauskommt. Ich möchte, dass der mehr Filme machen kann, immer weiter, ne? Ja? Evette, ich will. Spielt zwar in Berlin, doch Sinan Akkus hat darauf geachtet, dass die Geschichten so wirken, als könnten sie überall spielen. Das kommt auch beim Kölner Premierenpublikum an. War sehr lustig, eine Anballung aller Klischees, die man sich vorstellen kann. Und aus diesem Grunde fast schon übertrieben schön. Ja, es gibt super groß was zu lachen für alle, für die Deutschen sowie für die Türken auch. Letztendlich sind wir eins, Menschen mit Blut und Herz. Deutsch-Türkisch, perfekt. Sinan Akkus zeigt in seinem Episodenfilm, dass es trotz aller Unterschiede immer einen Weg für ein Miteinander gibt. Donnerstag startet der Film deutschlandweit, parallel auch in der Türkei. Und wenn er das Publikum beider Kulturen begeistern kann, wäre das ein größerer Erfolg, als Politiker ihn je in 90 Minuten erzielen könnten. Um Erfolg